Basislager? Das dauert noch 3 Stunden. Alles klar, weitermachen. Laut und deutlich. Ich verfolge ihn. Ich lasse nicht zu, dass du mich eliminierst. Gehen wir, BD. Versperrt. Was meinst du? Danke, BD. Ich sehe dich, Jedi. Vom Grab? Nein. Und die Sicherheitsmaßnahmen wurden erhöht. Bleib konzentriert. Pass auf ihn auf, Baby. Okay. Wir suchen weiter. Da, Sternzerstörer. Ein Venator. Da drin könnten nützliche Infos sein. Ich versuche hinzukommen. Alles okay? Ja.
Droide. Sie beobachten uns. Commander starb durch ein Lichtschwert. Danke, BD. Der Sache näher. Ich hab's schon vorhin gespürt. Das ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Erst hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Aber jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das heißt nichts Gutes. Bereit für eine Seilrutsche? Mit dem Motor müsste es gehen. Wie ist es denn? Es muss ein Weg zum Grab sein.
Hey, BD! Ich glaube, das ist ein Fall für dich, BD. In Eile zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden und scherten sich kein Stück um die Geschichte.
Cal Kestis. Wie berechenbar. Oh ja, ich kenne deinen Namen, dein Leben. Und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Sehr schwache Leistung. Träge. Bringen wir es zu Ende. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Dein Untergang rückt näher. Bleib stehen. Ich vernichte dich, wie die anderen. Dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position ihres naiven Padawan preis. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. Du bist Triller. Leibhaftig. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Weißt du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jarrow T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert, ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler? Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht.
Danke für die Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Und uns näher zum Grab gebracht. Wir sind da. Es ist anders als das andere Grab. Keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Ich hab's. Aber sie. Warum habt ihr nichts gesagt? Weil sie eine Lügnerin ist. Du. Wie? Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet, als du sie kontaktieren wolltest. Das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby, habe. Lass mal sehen. Mein Freund, diese Geräte simulieren die Schwerkraft dieses Planeten. Ich bin sicher, das ist ein Leitmotiv.